viel Lokalkolorit, einem landesüblichen Empfang durch Zillertaler Schützen, zünftigen Tiroler Köstlichkeiten, serviert vom Haubenkoch Alexander Fankhauser und einer musikalischen Weltpremiere durch Star-Trompeter Franz Hackl. So wurde das Austria-Haus Tirol im Herzen Londons einen Tag vor Olympiastart feierlich eröffnet. Neben dem österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann, Sportminister Norbert Darabos, dem Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Hannes Gschwendtner und den Hausherren ÖOC-Präsident Karl Stoß sowie Tirolwerber Josef Markreiter zeigten sich auch internationale Prominenz wie Designerin Vivienne Westwood vom alpinen Charme mitten in London begeistert. I recognize some of the traditional costume everywhere and I've just been talking to someone I met quite a time ago who just cycled here 100 miles a day. I don't know, I'm very interested to see the uniform. Mit einer Ehrensalve wurde schließlich auch das Austria-Haus Tirol gleichermaßen lautstark wie medienwirksam eröffnet und Bundeskanzler Werner Faymann streute der Tiroler Gastfreundschaft Rosen. Wenn man mit dem Auto herfährt, macht die Tür auf und sehe die Tiroler Schützen. Da wird einem warm ums Herz, ein Stück Heimat. Bin froh, dass Sie da sind heute. ÖOC-Präsident Karl Stoß bedankte sich bei Tirol für die innovative, richtungsweisende Partnerschaft, die zusammen mit dem führenden Sport- und Urlaubsverband der Alpen auch bei den Winterspielen in Sochi fortgeführt werden soll. Das Land Tirol und die Tirol-Werbung haben da einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet für das Zustandekommen dieses Hauses. Dafür muss man ihnen wirklich auch danken. Aber das wird sich hundertfach rentieren, auch für Tirol, weil das ist eine Visitenkarte für diesen großen Markt UK, für die Millionen von sportaffinen Touristen, die da kommen. Und Tirol hat sowohl im Sommer als auch im Winter sehr viel zu bieten. Tatsächlich wird Tirol die neue Netzwerkplattform zusammen mit seinen Tourismus- und Wirtschaftspartnern in vielfältiger Weise nützen, wie Josef Markreiter, Geschäftsführer der Tirol-Werbung, betont. Für uns ist es eine ganz wichtige Bühne und das erste Mal, dass Tirol, das eigentlich als Wintersportland wirklich Weltruf hat, auch auf der Sommersportbühne steht. Was wir insgesamt hier erzielen wollen, ist, dass die Marke Tirol unser Land als Sportland Nummer 1 in den Alpen, als dass wir es immer wieder fördern und auch fordern, dass wir ganz vorne bleiben, dass dieses Land Tirol als Sportland Nummer 1 sich auch auf der größten Sportbühne der Welt eben bei den Olympischen Sommerspielen präsentiert. Mit vielen innovativen Events nützt Tirol die kommenden Wochen für viele neue Kontakte. Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie uns kennen. Das heißt, wir sind schon mit 3 Olympiasiegern aus dem Wintersport hier mit dem Rad hergekommen. Wir sind dabei, mit anderen Partnern und unseren Regionen am Sonntag ein bisschen es schneien zu lassen, einen Wintersporttag, zumindest in dieser Ecke Londons, anzurichten. Ganz viele wie der britische Skiclub, Börsen, Skiclub etc., also wintersportverbundene Menschen werden hier unsere Gäste sein. Aber wir spannen den Bogen natürlich dann weiter hin zu einem Business Day, einem Wirtschaftstag mit unserer Standortagentur oder eben auch den Sommersport, mit dem wir unseren Tirolauftritt hier in London ausklingen lassen wollen. Als Startschuss einer langfristigen Partnerschaft ist Tirol 2012 erstmals als starker Partner dieser österreichischen Repräsentanz mit dabei. Im Trinity House, direkt neben dem Tower of London und der Tower Bridge, präsentiert das Austria-Haus Tirol damit ein Stück alpine Lebenskultur. Mit einer Uraufführung einer Eigenkomposition von Tirols Star-Trompeter Franz Hackl endete der Abend gleichermaßen kunstvoll wie mitreißend.